Danke. Danke. Ich habe gehört, du hast dich unten im Dorf wieder als Kronprinz vorgestellt. Ich wollte ein wenig Anerkennung. Ein wenig mehr sein, als du eigentlich bist. Aber ich verzeihe dir, kleiner Bruder. Ich weiß, wie schwer das Leben für dich ist. Hier. Für mich ist es auch schwer, dieses Leben, das wir führen. Du und ich, Ulrich. Wir haben Besseres verdient. Wir haben ein Königreich verdient. König Endres ist müde geworden. Er ist schwach und alt. Und sein einziger Nachkomme ist eine Frau. Eine Frau. Es ist fast so, als würde er uns den Thron schenken. Linde, sei ja gut zu meinem Bruder. Der Ernst ist so dämlich, der verhungert ja sonst, ne? Was? Komm her! Alle! Komm hoch! Alle! Komm rauf, du! Mit so einem frechen Mund wirst du nie eine Frau finden, kleiner Bruder. Auf das Brautpaar! Oh. Du solltest ein bisschen netter zu deinem Bruder sein. Ach, der hat das verdient. Komm, Gesinde, wir gehen in unser neues Heim. Unser eigenes Heim. Gute Hochzeit. Sehr schöne Feier. Auf jeden Fall. Gute Hochzeit, ja. Super
Ich wünsche dir auch einen wunderschönen Tag, mein lieber Enkelsohn. Gehst du wieder auf Reisen? Ja, ins Dorf der Franken. Und weil ich Luise mitschleppen muss, wird das wahrscheinlich eine Ewigkeit dauern, bis wir ankommen. Ins Dorf der Franken? Heinrich, das geht nicht. Warum? Heinrich, für dich ist das wohl der gefährlichste Ort der ganzen Welt. Ich habe neulich dem Prinzen der Franken einen kleinen Gefallen getan und außerdem bin ich selbst Franke. Was soll mir schon passieren? Dem Prinzen? Dem Älteren? Was weiß ich? Ich wusste nicht einmal, dass wir Prinzen haben. Wir haben keine Prinzen. Das hier ist Wendengebiet. Wir gehören zu den Wenden. Und früher war das hier Frankengebiet. Was macht das für einen Unterschied? Es ist mir egal, an welchen König ich Steuern abgeben muss. Als ob du schon jemals eine Münze Steuern bezahlt hättest. So, da bin ich. Hallo, Liborius. Hast du alles, was du brauchst? Ja, Verpflegung, Kleinkram und mein Mantel. Luise, mein liebes Kind, ihr könnt unmöglich in das Dorf der Franken gehen. Das ist viel zu gefährlich. Wirklich? Warum gehen wir da eigentlich hin, Heinrich? Ich bin mir nicht sicher, was uns dort erwartet. Der Mann, der mir den Auftrag erteilte, sagte nur, dass es mehrere Tote gibt. Anscheinend wurden sie alle im Schlaf erstickt und von einem Schuldigen fehlt jede Spur. Heinrich, hörst du dir selbst beim Reden zu? Das ist die Trut. So ein Unfug. Die Trut gibt es nicht. Du Narr. Die Trut gibt es nicht. Die Trut gibt es nicht. Natürlich gibt es die Trut. Dort, wo sie wütet, leben die Menschen in Angst und Schrecken. Keiner hat sie je gesehen. Also, das klingt nicht sehr verlockend. Mein Kind, die Trut kann man nicht vernichten. Wenn ihr jetzt geht, geht ihr beide in den sicheren Tod. Du hörst dich an wie ein Verrückter. Komm, Luise, wir gehen. Wartet! Kind! Luise! Das ist alles, was ich in den letzten Jahren über die Trut gefunden habe. Gut, wir werden es lesen. Sie wird es lesen. Du kannst ja nicht mal lesen. Du kannst nicht lesen? Als Enkel eines Schreibers? Heinrich, kann ich dich mal was fragen? Nur zu. Wenn das wirklich die Trut war, dann ist es doch sicher sehr gefährlich. Wäre es nicht besser, einen anderen Auftrag anzunehmen? Ich glaube nicht, dass uns dort ein Fabelwesen erwarten wird. Selbst wenn es gefährlich wird, ich darf nicht wählerisch sein. Je länger ich warte, desto schlimmer wird es für mich. Wie meinst du das? Meine Seele verrottet in der Hölle, bis sie irgendwann stirbt. Und wenn das geschieht, werde ich nur noch ein leerer, willenloser, bedauernswerter Sack sein. Danke. Aber wenn das so ist, warum bist du den Handel mit dem Teufel dann eingegangen? Ich meine, habt ihr wirklich um Gold gespielt oder ging es dabei um etwas anderes? Für manche Dinge lohnt es sich, den höchsten Preis zu zahlen.
Heinrich, Luise. Oh, bin ich froh, euch zu sehen. Ich dachte schon, ich hole euch nicht mehr ein. Was zur Hölle machst du hier? Na, ich begleite euch bei eurem Abenteuer. Wir sind doch ein... Team, wir sind ein Team. Ah ja, Team, genau das habe ich gemeint. Wir sind doch ein Team. Und, worum geht es? Bergen wir einen Schatz oder retten wir eine Jungfrau in Nöten? Wir suchen einen Mörder. Oh. Weniger erfreulich, als ich dachte. Aber wir können uns doch trotzdem eine schöne Zeit machen. Ich habe Gebäck dabei. Es gibt viele Geschichten über euch, Heinrich der Schatzsucher. Gibt es die? Sagt mir, wieso empfangt ihr mich und nicht der König? Dieses Zeindorf, seid ihr sein Stellvertreter? König Bernhard, kümmert es nicht, was mit uns passiert. Die Toten sind ihm egal. So darfst du nicht reden. Aber es ist so. In den letzten 2 Nächten sind 4 von uns gestorben. Und der König? Der hat alle seine Wachen aus dem Dorf abbefohlen, um seine Festung zu sichern. Zuerst dachten wir, dass es Hans war, weil er, nachdem sein Bruder gestorben war, spurlos verschwunden ist. Nur dann merkten wir, dass die Toten keine Verletzungen haben, keine Würgemale, keine Einstiche. Es ist so, als wäre ihm die Luft aus dem Körper gepresst worden. Erzählt mir alles. Kannst du nicht ruhig stehen? Glaubst du, die Wachen bringen etwas? Sonst hätte ich es ja nicht vorgeschlagen. Sollte sich jemand ins Dorf schleichen, werden wir ihn sehen. Das sollte doch eigentlich die Aufgabe des Königs sein. Seine Wachen sollten das übernehmen. Ja, das sollte es. Ich frage mich, warum unser Ulrich nichts unternimmt. Kurt, wer bewacht das Haus? Helft mir! Ich denke, wir sollten das Pergament lesen. Ich habe noch nie Tote wie diese gesehen. Ich habe noch nie Tote gesehen.
schauerliche Geschichten erzählt man sich im Fichtelgebirge von der Trut. Nichts wird so sehr gefürchtet wie ein nächtlicher Besuch. Die Menschen sind machtlos gegen den Dämon, der sich jeden beliebigen Wirt aussuchen kann und seine Seele in Besitz nimmt. Einmal in einem Körper eingenistet, kann sie diesen nur wechseln, wenn ein neuer Körper ihr Einlass gewährt. Dies geschieht durch einen Schrei. Nachts setzt sie sich auf die Brust ihrer Opfer und presst die Luft aus ihren Lungen heraus, bis sie ersticken. Wer die Trut sieht, wie sie ihr grausiges Werk verrichtet, muss geräuschlos verschwinden oder den Wirt töten. Dies jedoch verbannt die Trut nur für eine unbestimmte Zeit, tötet sie aber nicht. Die Trut kann nicht getötet werden. Sie existiert ewig im Schatten des Bösen. Ich glaube, das ist zu groß für uns. Und was dann? Die Bewohner sterben lassen? Der König lässt sein Volk allein. Wenn wir den Wirt nicht töten, müssen es die Bewohner selber tun. Es könnte ihr Bruder, ihre Frau oder ihr eigenes Kind sein. Nein. Sie brauchen uns. Wie geht es dem Mädchen? Sie ist bei ihrer Tante. Also habe ich das richtig verstanden? Ihr wollt der Trut eine Falle stellen? Ich werde ihr eine Falle stellen. Ich werde mich nachts nach draußen legen. Die Trut wird eine so leichte Beute nicht verschmähen. Lasst eure Männer ihre Familien beschützen. Legt euch nicht zum Schlaf nieder. Sitzt in aufrechten Positionen, damit sich die Trut nicht auf euch setzen kann. Schlaft nicht ein. Falls sie doch ein Opfer findet, gebt keinen Laut von euch. Ihr dürft nicht weinen. Ihr dürft nicht schreien. Ihr kommt wortlos zu mir. Und der Wirt muss sterben. Es tut mir leid. Dieser Auftrag ist zu gefährlich für meine Begleiter. Bringt sie in euer Haus und lasst sie von euren besten Männern bewachen. Sie dürfen das Haus auf keinen Fall verlassen. Wir brauchen Fackeln hier und der Dorfeingang muss bewacht werden. Ich werde auf keinen Fall gehen, das kannst du vergessen. Was passiert, wenn du einschläfst, Heinrich? Dann bist du tot. Tot. Und wenn du einschläfst? Nein, ihr geht. Keine Widerrede. Du kannst mich nicht zwingen. Ich lass nicht zu, dass dir was passiert. Luise, bitte. Pass auf dich auf. Fingergraut und Wohlgemut, schütz mit Gott mich vor der Tod. Schütz mit Gott mich vor der Tod. Schütz mit Gott mich. Fingergraut, Wohlgemut und Wohlgemut. Schütz mit Gott mich vor der Tod. Schütz mich.
Und wohlgemut, Braut. Und wohlgemut, Gott mich. Schützt Gott mich vor der Tod. Schützt mich, Fingerbraut. Schützt mit Gott wohlgemut. Schützt mit Gott mich vor der Tod. Vor der Tod. Vor der Tod. Vor der Tod. Auf Heinrich hören? Nein, ich kann auch nicht immer alles alleine schaffen. Wir sind seine Absicherung, verstehst du? Falls er einschläft, sind wir da und können ihm helfen. Hey, nicht einschlafen. Setz dich aufrecht hin, so unbequem wie möglich. Und falls die Tod kommt, kein Wort. Alles okay bei dir? Grrrr.